Ich werde in den nächsten 12 Minuten ein paar Tipps über meine Erfahrung in Anwendung vom Flipped Classroom. Und das ist meine Agenda und 12 Minuten sind kurz, deshalb gehe ich direkt zum Schlussfolgerung, was sind meine Tipps. In der Einleitung wurde auch gesagt, ja, Digitalisierung, das sind Tools, aber wichtig ist das Szenario, die Storytelling, der rote Faden im Semester. Und um die Studierenden während 16 Wochen an diese dauernde Übung sich vorzubereiten, jedes Mal, um nicht abgehängt zu werden, habe ich der Konzept einen Anwendungsfall personalisiert, sodass jede Studierende oder Studierendegruppe hatte einen unterschiedlichen Anwendungsfall zu bearbeiten. Der zweite Tipp ist personalisierte, systematische und rasche Feedbacks zu jeder Vorbereitungsübung darf jeder Student von mir ein Feedback bekommen. Ich habe auch der Student 4 bei mir, der zwischen Mitternacht und 3 Uhr die Übung macht. Ja, ich bin auch Dozent 4, also somit können wir auch gut. Und er hat den Eindruck, ich bin 24 Stunden für ihn da. Ich muss das nur einmal pro Tag machen, aber das reicht. Und ein Anreizsystem. Wir waren alle Studenten. Wir haben unser Studium optimiert nach gewissen Kriterien und ich erwarte, dass kluge Studenten ihre Zeit optimieren. Also wie kann ich das entgegenkommen, indem ich die Anreizmodell bestimme und nicht passiv warte, bis die Schlussprüfung kommt und die haben alle Stress 2 Wochen vorher. Voilà, das war meine Präsentation. Ich bin in den 12 Minuten drin. Gibt es Fragen? Im Agenda war auch, ja, wie habe ich das selber eingeführt? Und für mich war, ja, wie habe ich selber studiert? Was hat mich motiviert? Also es gibt so Learning by Doing, aber das war mich nicht genug. Ich dachte eigentlich Learning by Giving a Meaning. Was ist die Bedeutung? Das bleibt länger als ein Semester oder eine Woche, wenn ich als Studenten kann die verschiedenen Elemente zusammenbringen. Wir haben viele Beispiele heute gesehen und gehört und ich glaube, das geht in der gleiche Richtung. Und das ist meine Lerneinheiten im Bereich E-Health, also Anwendung von Informatik im Gesundheitswesen. Das elektronische Patientendossier, der am 14. April in der Schweiz kommt, sieht man mehr und mehr in den Medien. Und da muss ich Schnittstellen, Semantik, Mobile Health, IT-Architektur, Standard im Flipped Classroom bringen. Und ich glaube, das geht viel besser, wenn es eine rote Faden gibt, ein Szenario. Und das ist mein Tipp 1 nochmals, ein Anwendungsfall, wo jede Gruppe ein Behandlungspfad, das ist entweder die Frau Bernasconi oder der Herr Müller oder bei uns die Elisabeth Brünnimann, unsere fiktive Patientin. Und eine Gruppe hat gewählt, ja, sie hat eine Hüftgelenk-Operation gehabt und sie hat sehr hohe Schmerzen. Sie muss zu der Notfallstation, dort wird ein Radio gemacht. Es ist nicht so schlimm, werden Schmerzmittel verordnet. Sie geht zurück zum Hausarzt und dann zum Physio und Apotheke. Und das ist die Geschichte, die eine Gruppe gewählt hat. Eine andere Gruppe war ein bisschen mehr kreativ. Das war eine alkoholische Koma nach Gurtenfestival. Und da, man ist dort oben und sind die Rettungssanitäter und also so etwas. Und ich habe einen Rahmen gegeben, es muss 4 Leistungserbringer geben, 3 Medikation und das muss in 2 Kantonen passieren, damit es ein bisschen Spaß macht. Und die Anordnung habe ich so gemacht, also zuerst man schaut die Datenflüsse, die nationale Strategie, Patientensicherheit, Behandlungsqualität und so weiter. Und das geht im Rhythmus, also für den ersten Tag, die bekommen schon am Montag, auch durch der erste Semesterwoche, die Aufgabe für Donnerstag, weil so ist der Rhythmus gegeben. Und ja, die ersten 2 Wochen sind ein bisschen eine Überraschung, dann ist man im Rhythmus drin. Und der Rhythmus ist folgendes, und ich mache einen Deal. Ich sage, okay, wenn Sie das machen, die Schlussprüfung ist nicht über mein Unterricht, die Schlussprüfung ist über Ihr Anwendungsfall. Ihr werdet ungefähr 60 Slides erarbeiten, und die Schlussprüfung, Sie bringen Ihre 60 Slides und ich frage rundum die verschiedenen Themen. Sie haben die Liste
Und das ist der Deal. Und während die 15 Wochen dazwischen, den Flip Classroom, Selbststudium, Präsenzzeit, wird so gemacht, Sie bekommen übers Wochenende ein paar Dokumente zu lesen und Video, die es schon gibt, weil ich kenne das Problem mit dem Aufwand und ich wurde gewarnt, man spart nicht das zweite Jahr. Das zweite Jahr ist genau gleich auswendig wie das erste. Also ich dachte, okay, den muss ich das unter Kontrolle haben. Also ich nutze bestehende Inhalt. Und erste Übung, weil individuelle Übung ist gut, die bekommen einen Quiz und das ist immer eine offene Frage. Den kann man nicht die Kollegen kopieren, weil ich weiß, mit WhatsApp-Group, das geht sehr schnell. Und die offene Frage, den weiß ich, mein Kurzgedächtnis ist groß genug, dass ich kann überprüfen, es gibt niemanden, der einfach genau das Gleiche sagt wie die anderen. Und dann kommt mein Feedback, möglichst schnell, manchmal ist es per Zufall in der nächsten Halbstunde, manchmal ist es am nächsten Tag, ganz unterschiedlich, aber jeder Student bekommt ein Feedback. Und besser als individuelle Gruppe sind Gruppenübungen und da müssen die Studierenden in Zweiergruppen die Thematik, Gesetzgebung, internationale Standard auf ihren Anwendungsfall, also bei der ethylische Koma am Gurtenfestival, was sind die Messwerte, gibt es einen Standard dafür, was sind die Regeln für Zugriffsrecht, Datenschutz, die erwähnt wurden über diese persönlichen Daten, die beschreiben das auf ihren Anwendungsfall. Donnerstag lade ich eine Gruppe auf die Bühne, also ein bisschen Sozialdruck ist gut und die müssen da ihre Arbeit zeigen und jede Woche wird eine Gruppe bewertet. Ich komme später zu den Anreizmodellen. Und am Freitag lade ich externe Akteuren, ein Spital, ein Kanton, eine Firma für eine Präsentation. Oder ich habe bemerkt, eigentlich ein bestimmter Lehrinhalt wurde von der Mehrheit der Gruppe nicht verstanden, den ich nutze, die Zeit da zu erläutern. Und schon geht es bei der nächsten Woche weiter. Und man ist im Rhythmus. Also ich habe Feedback bekommen, das ist sehr viel Arbeit, weil ja, Bologna sagt, für eine Stunde in der Klasse sollte eine Stunde zu Hause gespendet und das ist die Realität da bei dem Modell. Und um meinen Aufwand in Grenze zu halten, ich habe folgende Schema, ich nutze Moodle und jede Woche sieht genau gleich der Titel und dann lesen Sie diese zwei Dokumente, das war die Woche 6, haben wir die Architektur, die Metadaten, das ist reguliert, es gibt Verordnungsrecht, das sind die Dokumente, die ich da reinkopiert habe. Die bekommen eine Aufgabe über die Metadaten und die Dokumenttypen, was ihrer Meinung nach fehlt in der Verordnungsrecht, also was fehlt, das heißt, da kann nicht alle die gleiche Antwort geben, die müssen ein bisschen kreativ sein. Und eine Präsentation, die auf Moodle hochgeladen sein muss von ihrem Anwendungsfall. Und zum Beispiel, die Woche 6 war ja eben, was sind zwei Dokumenttypen, die der Gesetzgeber hätten rein tun. Die Antwort, der zweite Teil, der eine Student sagt, eigentlich Impfdokument ist gar nicht im Verordnungsrecht, das würde Sinn machen. Ich sage, hey, cool, bravo, gute Antwort, aber bei der zweiten Antwort, da war es nicht korrekt. Und das ist mein Feedback und das ist mein Tipp 2. Schnelles Feedback, ich habe mich getimed, es braucht mich ungefähr 2 Minuten, weil ich sage, kurze Antwort, 10 Zeilen, so viel will ich auch nicht lesen und da kommt sofort ein Feedback jede Woche. Zu den Präsentationen, jede Woche, die müssen 4-5 Slides über die Thematik, also Recht, Standard, Schnittstellen, Nutzen, Wirtschaftsmodell. Und da habe ich 4 Slides als Beispiel. Das ist der Datenfluss von der Elisabeth Brünnimann nach ihrem Hüftgelenkproblem zum Medics Toujours, die Notfallpraxis in Basel, der Hausarzt, der Apotheke. Und alle diese Dokumenttypen, die müssen nachher registriert, die Zugriffsrecht definiert. Das sind die gesetzlichen Artikel, die aus der Gesetzgebung rausgeholt werden für jeden Akteur im Anwendungsfall, also nicht generisch, sondern die Notfallpraxis, Medics Toujours, was sind die Rechte und Pflichten. Und nachher in der Architekturwoche, Woche 8, die müssen jede Metadaten, jeder Dokumenttyp aufschreiben, in welche Registry ist es gespeichert, also Sie müssen es nicht
jetzt gerade lesen. Aber die 15 Wochen laufen so und die bauen ihre eigene Skript, stellen sich vor 4-5 Slide pro Woche, sodass am Schluss des Semesters die haben ihr eigenes Modul mit 50-100 Slide. Da ist keine von mir, ich liefere Templates, damit dass die eine Basis haben, aber der Inhalt ist so. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Tipp, der Anreizsystem. Ich habe 100 Punkte zu verteilen, ich habe nicht die ganze Freiheit, wie die erste Präsentation, 65 muss ich für die Schlussprüfung abgeben, aber 35 kann ich verteilen. Habe ich gedacht, ja, wie mache ich das, wenn ich für jede Aufgabe eine halbe Punkte gebe, das macht niemand mit, das lohnt sich nicht. Wenn ich in einmal 35 Punkte verteile, dann macht man diese Übung und dann ist es erledigt. Und ich habe gesagt, ja, was wollt ihr? Ich habe das mit den Studenten verhandelt. 35 Punkte könnt ihr holen. Sagt mir, was ist motivierend? Mir ist es gleich, also ich bin für Sie da, nicht umgekehrt. Und wir haben diese Lösung gefunden. Also die Zwischenprüfung, das ist pro Gruppe und das ist wirklich Inhalt, Korrektheit und Vollständigkeit. Und 10 Punkte, das war für die Quiz. Und da, man musste einfach eine plausible Antwort geben. Weil wenn ich gesagt hätte, es muss eine korrekte Antwort, dann kommt wieder Dr. Google und alle anderen im Spiel. Und das hat sich bewährt. 90% haben an den wöchentlichen Quiz mitgemacht und die Zwischenpräsentation war gut. Die Resultate, also da muss ich sofort ein Disclaimer über die Reproduzierbarkeit und bla bla bla. Aber die erste Sache, die ich erfasst habe, ich habe Selbstreporting gemacht, weil ich dachte, ja, dass ich im Moodle schaue, wer hat wie viel, das wird. Also E-Health ist über persönliche Daten und wenn ich da über Datenschutz rede und selber das Gegenteil mache, geht es nicht. Und ich habe Selbstreporting über die Selbststudiumzeit. Und dann während 7 Wochen, ich habe das gemessen im Laufe vom Semester, weil ich wollte wissen, ja, wo stehe ich. Und ich hatte das Deal gemacht, ihr solltet ungefähr eine Lektion 45 Minuten investieren für diesen Quiz. Und die Antwort war für mich, und das habe ich geplottet, von minimal bis maximal, eine riesige Überraschung. Jede Woche die schnellsten 20 Minuten und die längsten 2 Stunden, 2,5 Stunden, jede Woche. Dann habe ich mich gesagt, ja, was habe ich die ersten 4 Jahre vorher gemacht? Also das heißt, bei dieser Übung, die Hälfte habe ich langweilig während 20 Minuten und die andere Hälfte der Klasse ist nicht mitgekommen. Also das war für mich wie eine Ohrfeige. Ich dachte, wow. Und das hat sich wiederholt. Das war nicht anonym. Also ich konnte prüfen eigentlich, das waren immer die gleichen, die schnell waren und immer die gleichen, die langsamer waren. Und zwar ein Faktor 8 und ein Faktor 3 gegenüber der Durchschnitt. Die gute Nachricht war, die Median war zwischen 40 und 45 Minuten, also meine Versprechung konnte ich einhalten. Zweites Resultat, die Schlussnote. Da ist ein Boxplot, also die ersten 4 Jahre sind Normalunterricht, das fünfte jetzt, das war letztes Jahr. Ich habe den Stichwort Blended Learning Use Case Based, also Anwendungsfall mit Flipped Classroom, anders gesagt. Die 4 ersten Jahre, Sie sehen eine große Streuung und das fünfte Jahr, die Noten waren zu gut. Ich dachte, mit solchen Resultaten, da wird jeder Kollege sagen, ja, aber du hattest Glück und die Klasse war besser als anders und die haben nur mitgemacht, weil die wollten sympathisch sein. Und ich habe das standardisiert und geschaut, das war tatsächlich eine Klasse, die eine super Dynamik hatte. Ich habe ihre Resultat von anderen Modulen gegenüber die 4 Jahre vorher angeschaut und die waren immer 10% besser als die vorherige Klasse, dann habe ich das korrigiert. So sieht es nicht so unplausibel, aber immer noch toll. Und nicht nur, dass die Durchschnitt oder die Median besser ist, was mich besonders gefreut hat, die Standardabweichung, also die Höhe der Fabi-Weblock, hat sich halbiert. Also das heißt, die langsamer waren oder ein bisschen mehr Mühe, konnten enorm profitieren von den anderen und die Guten sind nicht deswegen schlechter geworden.
Und den dachte ich, okay, den mache ich meinen Job richtig, weil mein Job ist nicht nur die Guten oder nur die Schlechten, sondern einfach die Klasse möglichst auf einen gemeinsamen Nenner mit einer gewissen natürlichen Verstreuung. Was mich auch gefreut habe, die 50-Punkte-Grenze, das ist der F und den gab es kein F. Also alle haben das Modul bestanden. Jetzt darf ich heute die Resultate von dieses Jahr, weil die habe ich gerade diese Woche bekommen, es gibt dieses Jahr ein F, aber gleich wie 18, 19, in 19, 20 die Verteilung halbiert. Und für mich, das ist der größte Gewinn, dass eigentlich die eher schwächere Studenten am meisten davon profitieren, weil ich glaube, dafür bin ich bezahlt. Voilà. Und zu dem Feedback zuerst vom Expert. Ich hatte die Chance, dass ich der gleiche Expert während 5 Jahre hatte, der aus der Industrie kommt. Und er weiß, was er erwartet von einer Fachhochschule. Also unsere Aufgabe ist, Leute auszubilden, die möglichst schnell in der Wirtschaft tätig sein. Und ich finde, den ersten Satz, dass es nicht nur die Kurzzeitgedächtnis, sondern Langzeit. Und ich glaube, Ihre Resultate, wenn Sie würde vergleichen, in ein Jahr die Studenten, die mit Flip Classroom, was die gelernt haben, und ein Jahr danach, die 2 Wochen vor der Schlussprüfung alles schnell im Kurzgedächtnis hochladen. Ich glaube, dort wäre der große Abweichung. Ich habe dafür keine Daten, aber diese Aussage aus der Praxis kommt. Zu den Studentenfeedback, das zweite finde ich, der zweite Satz, auch einen eigenen Use Case, also Anwendungsfall, anhand einer PowerPoint zu erstellen, war sehr gut. Und das ist wirklich als didaktische Hilfsmittel sehr gut gekommen. Und ich habe auch eine Ohrfeige kassiert. Die Praxisvorträge von Xana und Swisscom haben das Modul gerettet, der andersfalls beinahe unbrauchbar gewesen wäre. Autsch! Voilà, Realität. Hat mich doch gefreut, weil der Student hat ein A in der Schlussprüfung gehabt, also die maximale Note. Er hat das irgendwie anders geschafft und ja, ich bin nicht bezahlt, um populär zu werden, sondern damit, dass die Sachen lernen. Und somit hat er mein Ziel erreicht, auch wenn das mich ein Encouragement ist, Sachen noch besser zu machen. Voilà, ich bin schon am Schluss meiner Präsentation und mein Fazit, es ist ein Mehrwert für die Studierenden, es ist ein Mehrwert für die Schule, auch alle Beispiele, die wir heute gesehen haben. Und ja, ich habe nur ein Video hergestellt oder ich sollte sagen, herstellen lassen. Die Studierenden haben selber diese Flip Classroom-Methodologie in einem Video dokumentiert. Wenn Sie Serge Bignon und Blub auf YouTube angeben, dann haben Sie 3 Resultate und das ist nicht die Windsurf- oder Snowboard-Video, sondern die dritte. Und es gibt, schauen Sie, die ist ein bisschen lang, ich würde es jetzt heute kürzer machen, das ist 4 Minuten. Schauen Sie bis am Schluss, es gibt ein Making-of, der seine Überraschung hat. Voilà. Vielen Dank, Ihre Aufmerksamkeit.